Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel. Ja, hallo zusammen zu dieser Spezial-Sonderfolge. Es ist eigentlich Folge 55a, wenn man es mal so sieht, oder 56.0. Also Folge 56 kommt nächste Woche, denn heute ist ja ein sehr, 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 sehr spannender Tag gewesen oder immer noch. Heute war die Heilpraktikerprüfung und gemäß unserer alten Tradition ist Anja heute bei mir. Hallo Anja, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tanja, ich freue mich auch dabei zu sein. Mir raucht der Kopf vom Kreuzen. Ja, da sagst du was. Ja, vielleicht schon mal dein erster Eindruck. Wie fandst du die Prüfung? Also ich finde, die war auf jeden Fall nicht geschenkt. Also es war sehr viel, also für das, was ich jetzt so überschlagen kann, sehr viel Herz-Kreislauf dabei. Also Lunge, Drogen, Hygiene, nur ein bisschen. Das war sehr prominent diesmal und ich fand, das waren auch trickreiche Fragen, also wo du wirklich genau lesen musstest. Und dann gab es natürlich auch ein paar Geschenke dabei, aber ich habe jetzt so, glaube ich, so drei Geschenkfragen entdeckt, die man so mitnehmen konnte. Aber ich fand sie summa summarum um einiges schwerer als die letzte Prüfung. Ja, da muss ich dir zustimmen, leider für diejenigen, die heute bei der Prüfung waren. Ich fand jetzt auch, dass ein paar Fragen dabei waren, wo ich selbst auch wirklich dachte, vielleicht gehen wir mal ein paar durch. Ich denke mal, es würde den Rahmen sprengen, wenn wir die ganze Prüfung durchgehen. Wir hatten ja jetzt beide die Fragen von Gruppe A. Genau. Und das erste mit der Dehydratation, naja, was sagst du dazu? Ja, also ich musste ein bisschen überlegen. War schon mal ein Einstieg, wo ich mir dachte, oh ja, die hätte ich übersprungen, wenn ich die Prüfung gemacht hätte und hätte sie später gemacht, einfach um mich nicht zu verunsichern. Genau, da stand ja die Polyurie mit dabei. Ich glaube, da könnte man leicht in eine Falle tappen, dass man die mit ankreuzt. Genau. Aber ich würde behaupten, dass hier die Lösung B richtig gewesen wäre. Das habe ich auch angekreuzt. Super, sehr schön, da sind wir uns einig. Gehen wir zur zweiten. Da ging es um die Impfung von Haushaltsmitgliedern bei Säuglingen. Habe ich auch erst gedacht, okay. Ja, also ist auch nicht so einfach. Fand ich auch nicht so einfach. Ich habe mich dann für D entschieden. Herr Tussis, genau, das habe ich auch. Also das war dann letztlich nach Ausschluss aller anderen auch tatsächlich sinnig, ne? Aber auch genau. So als Zweitfrage. Also ich denke, wenn man bei der ersten schon unsicher war und dann die zweite jetzt so kam, ja, schwierig. Bei drei Ursachen der Rechtsherzinsuffizienz. Ja, da habe ich überlegt. Ich habe sie jetzt leider nicht vor mir. Ich habe mich für E entschieden. Ja, genau, richtig, das habe ich auch. Also letztlich waren da alle richtig. Das waren ja verschiedene Lungenerkrankungen, die dann die durchgestaute Rechtsherzinsuffizienz verursachen. Und sämtliche Klappendefekte führen ja letztlich auch über die Linksherzinsuffizienz wieder zur Rechtsherzinsuffizienz. Also nicht nur die Pulmonalklappenstenose, sondern auch die Mitralstenose könnte dazu führen. Genau. Okay, dann war das Thema hypertensive Krise. Oh ja. Ich habe mich für A entschieden. Super. 4A. Ja, die war eigentlich jetzt gar nicht so schwer, wenn ich es mir jetzt nochmal anschaue, weil woran ich mich noch sehr gut erinnern konnte, ist, dass man höchstens um 25% innerhalb einer Stunde den Blutdruck senkt, weil das einfach einen Kreislaufkollaps geben kann, also nicht einen Kreislaufstillstand verursachen könnte, wenn man versucht, den Blutdruck schneller runterzukriegen. Richtig. Dann war natürlich auch mit Amphetamin und Kokainkonsum kann das auf jeden Fall sein. Und natürlich bei einer hypertensiven Krise habe ich immer die Gefahr der Organschäden. Ja, ganz genau. Und dann wären wir ja auch im hypertensiven Notfall. Das ist die Abgrenzung dazu, ne? Sobald genau. Wir Organschädigung haben, würden wir von Notfall sprechen. Okay. Genau. Gut, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir jede Frage so ganz kurz durchgehen, die schwierigeren vielleicht ein bisschen länger. Wie findest du es? Möchtest du es anders machen? Ja, können wir sehr gerne machen. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ja, also ich verstehe dich sehr gut und dann hoffe ich, dass du genauso gut auf der Aufnahme bist. Ah ja, okay. Drücken wir uns die Daumen. Dann sind wir bei Zystitis-Symptome. Das war jetzt eigentlich relativ einfach, ne? Die 5, ja. Ich habe mich für B entschieden. Ja, da bin ich ganz bei dir. Da können wir direkt zum Rückenmark gehen. Das fand ich auch okay.
Genau, da habe ich mich für A entschieden. Ja, das habe ich auch. Also von der Medulla oblongata bis zum ersten oder zweiten Lendenwirbel, ganz genau. Gut, kommen wir zu Frage Nummer 7 und die fand ich nicht einfach. Die war schwer, absolut. Ja, ich habe mir auf jeden Fall ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ich auch. Okay, Ich also auch. klar war für mich, Cortisol und Stress gehören zusammen, weil Stress ja unsere eigene Cortisolproduktion anregt. Genau. Ich war aber erstmal so ein bisschen unsicher, wie sieht das aus mit den Leukozyten? Genau, ich bin da auch bei der Cortisontherapie drüber gestolpert, weil ich weiß nicht, du erinnerst dich natürlich auch dran. Wir hatten das beim Lernen mal, dass dieses ja immunsupprimierend ist und dadurch ja ein Teil der Leukozyten reduziert werden, aber in der Summe steigen die Leukozyten. Und deswegen fand ich das ziemlich tricky. Super, sehr schöne Erklärung von dir. Wow, da ist echt noch viel hängen geblieben. Okay, kommen wir direkt und da musste ich an dich denken, weil da glaube ich, standst du bei unserer Lernrunde immer ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß, nämlich an Oh die ja, Beuger oh und ja. Strecker. Und ich dachte, das ist eine schöne Frage für Anja. Da, ja. Wusstest du es denn noch, was der Quadriceps femoris macht? Ach du, also ich habe ein Ausrufezeichen, ich habe mich für D entschieden, war mir aber Sehr nicht gut. sicher, ob er Ja. vielleicht doch nur den Unterschenkel streckt. Ich habe mich Das dann aber ist für aber D richtig. entschieden. Dein Gefühl ist ja richtig, denn der streckt auf jeden Fall im Knie und der beugt auch in der Hüfte. Aber falls du dich erinnerst, wir haben ja vier, die da beteiligt sind, aber nur einer davon geht über die Hüfte. Ich meine, das ist dieser Femoris, genau. Der geht über die Hüfte und deshalb macht er auch eine leichte Hüftbeugung. Aber sehr schön. Siehst du, du weißt es noch, es ist noch da, obwohl du so damit gehadert hast. Ach, ich habe so gehadert damit. Also sind wir jetzt bei 8D, ja? Genau. Ah ja, Und wunderbar, dann habe ich kommen wir auch. auch gleich zur 9. Das war das mit den Röteln. Genau. Was hast du denn da? Ich habe angekreuzt D. Ich auch. Also, dass alle richtig sind, bis auf das fünfte, weil natürlich Antibiotika nehmen wir nicht, weil Röteln ja eine Ein virale Virus. Erkrankung ist. Genau. Genau. Bei der nächsten allerdings, die fand ich auch wieder ein bisschen tricky. Das Ja, ist die mit den Proteinen im Serum. was hast du dich entschieden? Ich habe B und E, also Berta und Emil. A ist ganz klar, natürlich nicht, weil bei der Leberzirrhose die Eiweiße ja nicht mehr hergestellt werden. Also das war ganz klar, dass es nicht so ist. Und B ist klar, dass es so ist. Wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was jetzt bedeutet durch freies Hämoglobin, ist das Serum rot gefärbt. Ich dachte so, ja, okay, Hämoglobin färbt, aber das freie Hämoglobin ist ja sehr rar in unserem Serum. Also wer, sobald Hämoglobin frei wird, wird es an Haptoglobin gebunden. Und Genau. deshalb kann es eigentlich nicht, kann D nicht gemeint sein. Und jetzt fällt mir auch gerade beim nochmaligen Lesen auf, da steht ja beim Gesunden. Wenn jemand gesund ist, fällt überhaupt nicht so viel freies Hämoglobin an, weil dann ist die Hämolyse ja nicht gegeben. Richtig. Also von daher habe ich dann mich für B und E entschieden, genau. Sehr gut, aber ich denke, das war keine einfache Frage. Nö, nö, auf keinen Fall. Also gerade auch in der Prüfungssituation ist nicht einfach, nee. Ich habe die nicht gekreuzt. Ich habe Okay. das übersprungen, aber Alles einfach klar, nur aus gut. der Schnelligkeit heraus. Ja, genau. Wir hatten nicht viel Zeit, ne? Deshalb der Lösungsschlüssel, den ich online gestellt habe, da war ich jetzt auch echt sehr mutig. Aber ich dachte so, damit man schon mal was Erstes an der Hand hat. Okay, dann gehen Ich wir glaube, da weiter werden zur. viele auch dankbar sein, dass du das so schnell Ja, schauen rausgegeben wir hast. mal. Oder ich kriege einen großen Shitstorm, weil alles falsch ist. Ah, das glaube ich nicht. Gut, Aber wir deshalb sind. überprüfen wir beide ja jetzt das Ganze. Also wir Genau. sind jetzt bei 11 und also die, da habe ich jetzt dreimal die Frage gelesen, Also, potenziell reversible Ursachen oh, für ich einen auch. Herz-Kreislauf-Stillstand. Das ist Also. auf jeden Fall eine Ausrufefrage von mir gewesen. Ich habe, also die Sachen, die ich ankreuzen wollte, haben so nicht gepasst und dann habe ich mich für alle entschieden Okay. und bin mir aber nicht sicher. Am Anfang dachte ich mir, nee, das kann alles gar nicht sein. Hypoxie, was ist das? Die Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff, ne? So, und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich schon ziemlich arg, ne? Aber es könnte rückgängig gemacht werden. Hypovolemie, ne? Das ist ja, dann denke ich mir so, oje, oje, dann kommt ja schon die Thrombenbildung. Ich weiß nicht, ob man das alles rückgängig machen kann. Hypothermie habe ich mir gedacht, doch, das kann man durchaus wieder, das ist reversibel. Thromboembolie kann man auflösen durch eine Lyse, ist auch wieder reversibel, also möglich. Spannungspneumothorax ist, wenn man es behebt, ganz schnell natürlich auch reversibel.
Aber nur, wenn man etwas physisch macht, ne? Ansonsten ist der nicht reversibel. Also Okay, ich war. ich habe anders gedacht. Ich habe also eh wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre zu einfach und habe überlegt, dass die ersten drei, also Hypoxie, kann ich quasi noch aufhalten, indem ich dann Sauerstoff gebe. Hypovolemie kann ich Flüssigkeit zuführen und bei Hypothermie kann ich einfach Wärme zuführen. Und bei den anderen beiden ist schon was passiert. Also ich dachte jetzt, okay, bei einer Thromboembolie ist ja schon eine Embolie passiert und beim Spannungspneumothorax ist auch schon was passiert. Das heißt, hier sind wir uns uneinig. Ja, aber ich finde, deine Erklärung ist gut, weil wenn ich bei einem Spannungspneu nichts mache, werde ich sterben daran. Das ist klar. Und bei einer Thromboembolie, wenn ich da nichts, wenn es ein kleiner Thrombus ist, na, macht das vielleicht nicht so viel aus, aber wenn das ein großer ist, der dann mir eine Lungenarterie verschließt, dann sieht schon Na, mal schlecht es ist aus. wirklich, also ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ich auch. Potenziell reversibel, also potenziell heißt Genau. ja möglicherweise kann man es nochmal rückgängig machen. Ja, dann Genau, würde hier ist eigentlich einfach deine nicht. Antwort auch passen. Deshalb Ja, ist schwierig. Ja, also das ich ist. finde es, also ich glaube, da müssen wir jetzt die Hörer, also du, wenn du zuhörst, sorry, aber das ist die erste Frage, wo wir echt mal warten müssen, was so die anderen Experten alle sagen. Ich vermute, das ist eine Frage, wo sich viele uneinig sind. Ja, ich So wie es bei denke uns in auch. der Prüfung ja auch war, ne? Genau. Also, gehen wir weiter zu den Alterserscheinungen. Das war jetzt die Frage Nummer 12. Genau, ich habe das mit E beantwortet. Ja, Ich das suche habe ich gerade. auch. Ich glaube, Ah, das ist wunderbar. auch klar, ne? Genau. Okay, dann machen wir weiter. Nummer 13, schizophrenes Residuum. Musste ich ein bisschen überlegen. Ich habe mich dann für D entschieden. Ich auch, genau. Ich musste nicht so viel überlegen, aber nur, weil wir in unseren Coachings ständig Schizophrenie machen, weil das irgendwie immer dran kommt. Und deshalb war ich mir da relativ sicher. Ja, weißt du, wo bei mir die Verwirrung kam, einfach weil ich da nicht richtig gelesen habe. Bei Genau. der ersten Ja. dachte ich mir so, oh ja, das passt, ne? Ja. Aber das ist Genau, das ist Quatsch. eine typisch, das ist typisch. Da fällt man in der Prüfung. Das ist so typisch, dass man da mit dieser depressiven Geschichte reinfällt, weil man das ja auch ein bisschen im Kopf hat. Man denkt ja beim schizophrenen Residuum an die Negativsymptomatik. Und das ist ja Genau. immer so ganz schwierig von der Depression abzugrenzen. Aber es gibt ja zwei Krankheitsbilder. Es gibt ja auch die postschizophrene Depression und die ist nämlich damit gemeint. So, und deshalb ist das so schwierig. Absolut, Ja, absolut. genau. Okay, aber dann sind wir uns Gott sei Dank einig. Dann kommen wir direkt zum Nikotinentzugssyndrom. Fand ich ja jetzt auch mal eine ganz spannende Geschichte und ich muss auch ehrlich sagen, da war ich jetzt selbst auch nicht so ganz sicher. Ich auch nicht. Und zwar, ich war ja selber Raucher, ne? Und vor vielen, vielen Jahren, sehr dumm, ich weiß. Ich hatte überlegt, ob ich da mich so krank gefühlt habe oder ob ich eher Angst hatte. Ich war mir echt nicht unsicher, ich war mir unsicher und habe mich dann aber für, was habe ich mich entschieden? 14b. 14b habe ich mich entschieden. Das heißt, Hypertonie, klar, es ist Stress, ne? Konzentrationsstörung, klar, ich bin gestresst, ich kann mich sicherlich auf gar nichts konzentrieren, außer meine nächste Kippe. Und Krankheitsgefühl kann schon sein, ne? Kopfschmerzen ist ja auch eine Form von Krankheitsgefühl. Und bei Okay. dir? Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass 5 nicht dazu gehört, die hohe Risikobereitschaft. Ich habe auf jeden Fall die 4 mit drin, weil Ängstlichkeit ist ja auch ein Symptom davon. Habe ich zumindest so im Kopf und deshalb habe ich dann letztlich nicht B, sondern ich habe Nein, D C. wie Dora angekreuzt. Also 2, 3 und 4, weil ich jetzt dachte, ich habe keine Hypertonie, ich habe keinen Bluthochdruck, wenn ich aufhöre zu rauchen. Warum soll dann mein Blutdruck steigen? Habe Einfach ich. durch den Stress. Nee, ich glaube, dass der Blutdruck relativ schnell sich entspannt. Und ängstlich, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich. Also ich war nicht ängstlich, ich war eher Also aggro. ich markiere auf jeden Fall diese Geschichte, markiere ich als eine der Fragen, wo wir uns nicht einig sind und nicht sicher sind, ja, damit die Hörer das auch wissen. Also bei 14 sind wir uneinig. Okay, kommen wir zu Nummer 15, die persistenten Erreger. Das war einfach. Das war bei mir C. Ja, genau. Herpesviren auf jeden Fall, Epstein-Barr und Syphilis, genau. Genau. Dann kommen wir zu 16, dem kolorektalen Karzinom. Eieiei, das war eine Ausrufezeichenfrage bei mir. Okay, wieso? Genau. Weil ich da überlegen musste, ich habe die Frage jetzt nicht vor mir.
Ach so, okay, da ging es jetzt darum, welche Symptome dich auf ein kolorektales Karzinom hinweisen. Und da hättest du Genau. jetzt als Auswahl Blutbeimischung im Stuhl, Änderung der Stuhlgewohnheiten, Genau. Fettstühle, Anämie und nüchtern Schmerzen im Epigastrium. Also auf jeden Fall die ersten beiden. Genau. Eins und zwei hätte es nicht gegeben, aber die vier, die Anämie, haben wir ja bei einer Tumorerkrankung dann als Tumoranämie mit drin. Deshalb hätte ich jetzt gesagt, eins, zwei und vier ist richtig, das ist der Buchstabe B. Genau, Okay. Tumoranämie. Dann kommen wir zu 17, das war das Neugeborene und da muss ich sagen, die fand ich auch echt nicht so einfach. Erstmal dieser Hinweis auf die Mutter, die sich nicht gerne impfen. Nee, Moment, das war eine andere. Das war eine andere. Doch, die Mutter, Doch, das die. ist sie, 17. Ja, Genau. das, genau. Ich habe erst gedacht, Röteln, weil du hast da ja auch eine Mikroenzephalopathie. Und dann dachte ich mir aber, nee, mit diesem schmalen Lippenrot und diese Rinne da zwischen Lippen und Nase, das ist eigentlich durch Alkoholsucht in der Genau. Schwangerschaft. Genau. Das war die E. Super. Genau, Dann sind wir bei Scheuermann. 18 Scheuermann, die war auch einfach. Ja, ich habe mir ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Also ich habe B angekreuzt. Vorschulalter? Müsstest ja. Mach mich nicht verrückt. Ich habe C Ja. angekreuzt im zweiten Lebensjahrzehnt. Ja, weil ich mir, das ist ja eigentlich die eine Erkrankung der Jugend, ne? Ja, Im genau. Jugendalter. Und Genau. dann haben die anderen nicht gepasst. Ich hätte natürlich nicht Vorschulalter angekreuzt, aber weil ich einfach nichts Passenderes hatte. Ja, doch, zweites Lebensjahrzehnt haben wir ja zwischen 10 und 19 Jahren im Prinzip oder bis zum 20. Ach, Geburtstag. ich dusel. Ja, ich habe aber nicht Sind wir richtig wieder bei den gelesen. Erythrozyten? Ist doch schön, dann haben wir auch was zu lachen bei so einer ernsten Prüfung. Sehr schön. Aber dann sind wir uns einig, ne, dass es Buchstabe C ist im zweiten Lebensjahrzehnt. Genau, das war ein Super. Insider übrigens Ja, an deine genau. Aber unsere Zuhörerschaft. treuen Hörer wissen das ja, kennen das ja schon. Oder Okay. nicht? Ach nee, stimmt. Nee, das Doch, haben wir. die treuesten wissen es, weil die haben sofort gehört. Okay. Okay, gehen wir direkt mal en passant über zu Frage Nummer 19, die Kohlehydrateinheit. Also auch Genau. das fand ich jetzt wieder, puh, nicht so ganz auf dem Schirm. Ich hätte richtig getippt. Was hast du? Ich habe 10 Gramm genommen, also die Buchstabe Die D. D. Ja, Hätte ich ich auch. richtig getippt, weil ich einfach wusste, dass die Broteinheit da in der Nähe ist. Und deshalb habe ich jetzt gedacht, okay, dann ist Kohlehydrateinheit wahrscheinlich auch da irgendwo. Genau so habe ich gedacht. Sehr schön. Dann haben wir, schön, habe ich auch vor kurzem noch im Coaching gemacht, Differentialdiagnose Demenz und Depression. Genau, Hab ich, was hast du, ja, sag mal. ich habe C und D. Ja, habe ich auch, genau. Uhrenzeichentest, klar. Und Minimental-Status-Test, genau. Unsere Oma Genau. Resi, kannst du dich erinnern? Ja, Die gebe ich unsere heute noch meinen Merkhilfe. Coaches mit und da freuen die sich Yay. drüber. Sehr gut. Sehr Sehr gut. gut. Okay, dann kommen wir zur Hyperkaliämie. Das Genau, war die jetzt Frage 21. 21. Ich habe B. Was hast du? C. Ich suche die Frage gerade. Ja, und zwar B würde bedeuten 1 und 3. Lässt einen Niereninsuffizienz, Moment, habe ich mich verguckt. Also die Niereninsuffizienz habe ich auch auf jeden Fall mit drin. Und du hast die drei. Ah, okay. Bleibt häufig vom Patienten unbemerkt. Das hast du nicht mit angekreuzt. Das ist wohl so. Da habe ich extra nachgeguckt, weil ich da auch so dachte, merkt man das nicht sofort, dass man so irgendwie, dass die Muskeln nicht in Ordnung sind und so weiter, ne? Parästhesien eventuell. Nein, das ist wohl ein großes Problem, dass bei vielen Patienten das häufig unbemerkt bleibt und dann erst Symptome entstehen, wenn es quasi schon das Herz betrifft. Ah, okay, genau, weil ich hatte nämlich gedacht, um Himmels Willen, eine Hyperkaliämie, die merke ich ja sofort, ne, mit meinem Habe Herzen. ich auch Das ist ja erst total gedacht. kritisch Genau. und deswegen war für mich dann diese Also das, ich Lösung, habe es also B. nachgelesen. Ich weiß auch nicht. Also in vielen Quellen steht, es bleibt häufig unbemerkt. Deshalb denke ich mal, dass das richtig ist. Finde ich aber auch eine schwierige Frage, weil ich glaube, da wäre ich reingetappt. Und Und was hast du du ja jetzt auch. genommen? Ja. Ich Ich habe auch, also ja. ich habe C, den Buchstaben C genommen. Genau. Okay, ja, ich glaube, das passt. Okay. Dann nehmen wir 22. Da ging es um die Todeszeichen. Beliebte Frage in Hannover in der mündlichen. Ja, das war Deshalb war es für mich einfach. jetzt einfach. Genau. Das ist. Was hast du für einen Buchstaben? B, genau, habe ich auch. Also Leichen,
Flecke und Fäulnis sind sichere Todeszeichen, der Rest nicht. Dann die 23, die Extrasystolen, fand ich auch echt schwer. Ich auch, ist ein Ausrufezeichen bei mir. Ach, dran. Da bin ich jetzt, war ich jetzt eigentlich auf deine Antwort gespannt. Also ich habe C, ich habe mich für C entschieden. Okay, okay. Ich habe eh alle. Ich habe sie jetzt leider nicht vor Weil mir. Eins, also eins weiß ich auf jeden Fall, ventrikuläre Extrasystolen sind Extraschläge aus den Herzkammern, das ist klar. Das sagte der Name schon, ne? Das wäre jetzt bei dir nicht dabei gewesen. Du hast 2, 4 und 5. 2 habe ich ja auch. Extra Nummer 3, die haben wir jetzt beide nicht, oder die hast du nicht und ich habe sie. Extrasystolen aus dem Bereich der Vorhöfe werden nicht auf die Kammern übertragen. Genau, das ist ja richtig. Weil wir doch wir haben doch den AV-Knoten, der das Ganze noch kontrolliert und verzögert. Genau. Ne, das heißt, wenn wir ein Vorhofflimmern haben, dann heißt das ja nicht direkt, dass wir auch ein Kammerflimmern haben. Das würde das ja im Endeffekt bedeuten. Und deshalb muss die 3 auch richtig sein und deshalb kann, was hast du, C? Ich habe mich für C entschieden, ja. Genau, also C kann nicht richtig sein, weil die 3 mit dabei sein muss. Und dann bleibt eigentlich nur noch, dass alle Aussagen richtig sind. Ich hau das jetzt hier so raus, ne? Also ich habe auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen, nennen wir es mal so im Podcast. Aber ich würde jetzt sagen, das müsste eh sein. Ich würde jetzt mal sagen, liebe Hörerin, lieber Hörer, Nummer 23 ist unsicher. Ich markiere das mal in meiner Tabelle hier. Wir schauen dann am Schluss, wie viele unsichere und unähnliche Fragen wir haben, wo Anja und ich nicht so auf einem Nenner waren. Okay, Nummer 24, die Leberzysten. Genau. 24 habe ich A und D. Ja, genau. Das ist, glaube ich, einfach. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang drüber sprechen. Nö. 25, die diabetische Nephropathie. Da habe ich B. Ja, genau. Die war auch einfach. Ja, das war einfach. Ja, die Lobärpneumonie, schöne Frage, fand ich. Die Lobärpneumonie kann man nochmal schön überlegen, was man so zur Diagnostik gelernt hat, fand ich auch nicht schwierig. Genau, was hast du? B 26. Bei mir. 20. B, ich auch. Ja, super. 1, dann 3 die und 5. 27, da ging es um die Galle. Ja. Und da habe ich jetzt, oder möchtest du sagen, was du an... Oh, jetzt bin ja, ich habe die D. 27 D. Dora, das habe ich auch. Denn das mit dem Ductus cysticus, das könnte ich mir vorstellen, dass das in der Prüfung vielleicht ein Problem für den einen oder die andere war. Genau. Weil man dann ja in der Prüfung denkt, okay, Ikterus, klar, aber nein, der Ductus cysticus, wenn der verlegt ist, kann ja trotzdem die Gallenflüssigkeit noch über den Darm abfließen. Das heißt ja nicht, genau, dass es zum Ikterus kommt. Genau. Über den Ductus choledochus, nicht ja, wahr? Richtig, genau. Sehr schön. Kommen wir zur 28, Karpaltunnel. Ja, da habe ich die A, das fand ich einfach. Ja, das fand ich auch, habe ich auch. Dann gehen wir zur Unterbringung, das fand ich wiederum nicht so einfach. Das fand ich auch nicht einfach, das war ein Ausrufezeichen bei mir dran. Ich habe mich für A entschieden und dahinter habe ich noch ein Fragezeichen. Ich war wirklich sehr unsicher. Okay, also ich habe C angekreuzt. Wir müssen ja hier unterscheiden zwischen dem Unterbringungsrecht der Länder, das ja in der Buchstaben A noch genannt ist. Und in den restlichen ist ja immer das Betreuungsrecht genannt. Und da gibt es zwei verschiedene Arten. Beim Betreuungsrecht kann derjenige nur untergebracht werden, wenn er entweder sich selbst gefährdet oder wenn es eine ärztliche Untersuchung, wenn eine ärztliche Untersuchung notwendig ist. Also das ist zum Beispiel der Fall bei Schizophrenen, die jetzt überhaupt keine Einsicht haben, dass sie irgendwie untersucht werden müssen, weil sie denken, sie haben nichts. Und dann würde dieses Betreuungsgesetz greifen und der Arzt könnte im Prinzip dann sagen oder der Psychiater, das ist notwendig, dass derjenige untergebracht wird, damit er untersucht werden kann. Und der Richter würde dann auch das entscheiden. Genau, aber anordnen, ich war mir nicht ganz sicher, weil eigentlich, also anregen kann das ja jeder, ne? Aber der eigentliche Entscheider ist ja der Richter. Genau. Und deswegen war ich bei D nicht so unsicher, weil der Psychiater angeordnet, ne? Weil der genau, nee, das stimmt ja auch nicht. Also C, ich würde sagen, C ist richtig. Ach so, entschuldige, dann habe ich dich. Weil das Betreuungsgesetz hat nichts mit Fremdgefährdung zu tun. Das ist das Unterbringungsgesetz. Das meinte ich gerade, ne, dass man zwei Sachen unterscheiden ja, ja. muss. Zum einen das Unterbringungsgesetz, das in den Ländern ja verschieden heißt. Das ist auch länderspezifisch.
zum Beispiel psychisch Krankengesetz in Niedersachsen zum Beispiel. Und dieses Betreuungsgesetz gilt für ganz Deutschland. Deshalb fand ich die Frage auch echt schwer, Ja, die weil war ich auch nicht weiß, echt ob da schwer. jeder sich mit beschäftigt. Also mit der Unterbringung haben wir uns öfter beschäftigt, ne? So Selbstgefährdung, Fremdgefährdung, Genau. wie viele Stunden darf der festgehalten werden und so weiter. Aber die Betreuung haben wir damals in unserer Vorbereitung, zumindest bin ich mir sicher, also bin ich mir nicht sicher, dass wir sie irgendwie angesprochen haben. Ne? Also. Ja, ich habe mit bei Schizophrenie, ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich dachte mir, nee, man kann ja nicht einfach jemanden einweisen, weil da eine ärztliche Untersuchung ansteht. Aber klar, Also bei ich hoffe, dass das Schizophrenie, richtig ist. ja doch, weil ich meine, A ist ja auch nicht richtig, weil das ist ja nicht nur bei akuter Eigengefährdung, sondern nämlich auch bei akuter Fremdgefährdung. Deswegen war A ja schon Genau. raus. Aber ich habe Ohne trotzdem A zeitliche Befristung angekreuzt. B, das geht auch nicht. Also das ist bis zu höchstens Genau, einem das ist auch Jahr und Quatsch. wenn, dann muss das wieder neu Genau. begründet und beantragt werden. Genau. Genau. Und E, genau das Gleiche, darf höchstens 4 Wochen andauern. Das darf länger andauern. Das muss aber alles richterlich angeordnet werden. Also bleibt im Prinzip dann C als logische Lösung, ne? Ja. Ja, super. Ja. Okay, Gut. Dann einigen wir uns auf C. sehr schön. Gehen Aber wir ich hätte sie falsch. zu Nummer 30. Da ging es jetzt 30. um das Basalzellkarzinom. Das war jetzt wieder einfach, finde ich. Ich habe angekreuzt B. Ich auch. Gut, super. Dann der erste Herzton war jetzt, finde ich, auch ausnahmsweise mal einfach. Sonst denke ich immer, Ja. bei den Tönen ist es schwierig, aber den fand ich jetzt einfacher. Ich habe C angekreuzt. Genau, der Anspannungston der Herzkammern. Super, genau. Ja. 32, da ging es um Diabetes. Ich habe B angekreuzt. Ja, ich muss gestehen, da habe ich ein bisschen gerätselt. Und habe mich dann aber daran erinnert, dass es bei bestimmten Infektionskrankheiten auch zu Diabetes kommen kann, aufgrund, weil die einfach die Inselzellen Genau. angreifen. Ja? Und Genau. dadurch kommt es dann zum Untergang dieser und damit auch dem Wegfall von Insulin Sehr gut, genau. oder Dann wären Reduktion, wir ja. bei 33. Das ist ein Spezialgebiet von Anja. Zumindest hat sie das in unserer Ausbildung uns immer sehr gut beigebracht, den akuten Gichtanfall. Jetzt bin ich gespannt, was hast du angekreuzt? Jetzt traue ich mich nicht, Tanja. Also ich habe tatsächlich nur B angekreuzt. Nur B. 3 und 4. Moment, was habe ich? Ja, das habe ich auch, natürlich. Klar, richtig. Der Ja, ich habe Rest ein ist bisschen, chronisch. ja, das ist, hier muss man einfach ordentlich lesen, ne? Weil ich meine, klar, ein Gichttrophie ist auf jeden Fall mal möglich, aber der ist auf jeden Fall nicht in der Regel. Ja, weil das in der Regel ist bei chronischer Gicht. Ne? Diese Tophi Genau. entwickeln sich erst nach einer gewissen Zeit eigentlich, genau. Ach, du bist so eine tolle Lehrerin. Und der Harnsäurespiegel. Nein, nein, das habe ich von dir gelernt. Nee, aber Und der wirklich. Harnsäurespiegel, ne, weißt du noch? Das haben wir damals schon uns überlegt, dass wir das Ja. gut im Kopf haben müssen. Der ist im akuten Anfall eventuell sogar nicht erhöht. Und Erniedrigt. zwar bei ein Drittel der Patienten ist der Harnsäurespiegel nicht erhöht im akuten Anfall. Das heißt, Genau. man stellt die Diagnose im Prinzip über die Klinik, also über den geschwollenen C, wenn wir es Und den mal so nennen Schmerz, wollen. ne? Podagra, genau. Okay, dann können wir zu 34 gehen, zur Lebererkrankung. Ja, das war einfach. Das ist ein Geschenk gewesen, Ja, finde ich. finde ich auch. Das war B und C, weil Ich die. glaube, ich wäre in der Prüfung, wäre mir das so spanisch vorgekommen, dass das so einfach ist, dass ich mich nicht getraut hätte, es anzukreuzen. B und C, genau. Genau. Okay, dann Raynaud-Syndrom fand ich auch einfach. Ich auch. Ich habe mich für B entschieden. Ja, genau, da können wir so drüber weggehen. Lungenembolie, das ist Frage 36. Was hast du denn? Ich habe angekreuzt die Buchstaben D wie Dora. Ich Das auch. heißt, alle sind richtig, außer der expiratorische Stridor. Genau. Ja, super. Dann Pankreas, eins meiner Lieblingsorgane. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ja, also hier habe ich angekreuzt C und D. Ja, C und D. D wie Dora. Genau, Ja, alkalischer Verdauungssaft ist sehr ja gut. klar. Ja, sehr gut. Habe Ne? ich auch. Dann kommen wir zur körperlichen Untersuchung. Die 38. Ich habe hier A und E angekreuzt.
Ich auch, A und E. Und bei dem einen, da war auch etwas, ich fand das sehr lustig, aber ich fand das auch nur lustig, weil ich auch nicht in der Prüfung saß, dass man die heißen und kalten Knoten quasi spüren kann. Ja, bei der Das fand ich, da musste Schilddrüse. ich ein wenig schmunzeln, aber ich weiß nicht, ob ich, na, ob das nicht jeder konnte, wenn man so aufgeregt ist. Das kann ich mir auch vorstellen, ja, genau. Dann Genau. kommen wir 39, die Übertragung von Mensch zu Mensch, fand ich auch Ja, einfach. war einfach B und C. Genau. Covid und Keratokonjunktivitis Epidemica. Genau. Dann haben wir auch die nächste. Also ich muss sagen, die nächste, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn Anja jetzt da nicht die Lösung hat, dann kann ich hier überhaupt gar keine Garantie für geben. Akute Glomerulonephritis. Also ich habe mich so viel mit diesem Thema beschäftigt und ich kann die Antwort nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe angekreuzt C oder D. Ich habe mich für D entschieden. Komm, dann lass uns doch mal kurz durchgehen. Ja. Typisch für eine akute Glomerulonephritis sind Schmerzen, schmerzhafte Harnentleerung. Habe Nein, ich das ist gesagt? Unsinn. Nein. Genau. Hypertonie Ja. kann sein. Das würde ich schon sagen, weil wenn wir mal überlegen, Glomerulonephritis heißt, die Filtrationsleistung ist ja hier eingeschränkt und dann würde Genau. sofort das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem anspringen. Das heißt, der Blutdruck steigt. Ja, okay. Dann Hämaturie. Ja, auf Ja, jeden würde ich Fall. auch sagen, klar. Blut gelangt in den Harn. Und dann haben wir Ödeme, vor allem im Bereich der Lider. Da habe ich das auch angekreuzt. Das war eben jetzt, da ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß, dass man das Ich bei habe auch hier überlegt. Niereninsuffizienz hat. Genau, weißt du noch, wir hatten das in unseren Unterlagen, da stand doch immer DD, also Differentialdiagnose, hier kein Lidödem. Und ich habe überlegt, verdammt, 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 wo war das denn? Ah. Und ich habe mich dann aber für Glomerulonephritis. Aber ich weiß nicht, ob die Lidödeme bei einer akuten Geschichte auftreten. Chronisch klar. Ich weiß es Wenn du nicht. Plättern hörst, das bin ich, meine Liebe, ich gucke in unseren Unterlagen nach. Hier, Du kannst gerne kein, gucken. Ich ja. mach so lange mit Punkt 5 weiter. Proteinurie. Da sind Nein, ich wir habe uns ja. schon. Ja? Kein Lidödem, warte mal, merke, bei der akuten Pyelonephritis treten keine Lidödeme Ach auf, so, ja, das ist ja was aber bei der anderes. Glomerulonephritis. Okay. Gut, dann haben wir dieses Rätsel gelöst. Dann ist das auch bei akut. Dann ist der richtige Buchstabe D wie Dora. Sehr schön. Dann schreibe ich das mal hier rein. Vielen Dank, liebe Anja. Gut, dass du deine Ja. Unterlagen noch so gut im Griff hast. Ja. Falls du selber gucken möchtest, 162. Okay, super, dank dir. Unsere geheimen Unterlagen. Okay, gehen wir zu So. 41, psychische Störungen. Welche sind am häufigsten beim Erwachsenen? Da habe ich ein bisschen gerätselt, habe mich für C entschieden. Ja, Angststörungen, genau. Genau, Das tritt so bei weil. 15% der Erwachsenen auf und Schizophrenie wissen wir, dass das so bei 1% ist. Anorexia nervosa würde man eher woanders einordnen. Genau. Und Ja. Intelligenzminderung, glaube ich, ist nicht so häufig. Also Ja. 15% bei Angst ist ja schon viel. Das ist total viel. Ich hatte nur einen Knoten mit Schizophrenie. Weißt du noch, mit dieser Drittelregel? Ja. Na, und da bin ich so ein bisschen, Ah, ich verstehe. na, und dann dachte ich Okay. mir so, ah, oh, Mist, ne? Vielleicht ist Schizophrenie. Und dann dachte ich, ah, nee, das ist bestimmt die Angststörung und, Okay, gut. ne? Ach, die nächste Frage war auch geschenkt, finde ich. Botulinumtoxin. Ach, jetzt habe ich die Ja. Lösung schon verraten im Prinzip. Es ging Ja, eigentlich um die 42a. ja, genau. Genau, 42a. So, dann Ja, kommen das wir ist so ein zu Klassiker. 43, dem Krampfanfall. Und jetzt bin ich mal Dem sehr gespannt, Epileptischen. liebe Anja, was du dazu sagst. Ja, ich auch, was du sagst. Also, das ist ein epileptischer Anfall gewesen und ich habe mich für 43a entschieden. Okay. Ich habe A oder D aufgeschrieben. Das ist tatsächlich auch so eine Frage, wo ich nicht genau weiß. Kannst du kurz mal vorlesen? Ich finde Ja, diese bei Fragen A, nicht. also der Unterschied zwischen A und D ist nur die Nummer 3. Da geht es nämlich darum, wenn möglich, Die lege ich ein Brille. Kissen oder Kleidungsstück unter den Kopf. Letztlich tendiere Nein. ich mehr zu deiner Antwort, Auf gar weil die keinen Fall. Brille würde ich ja, wenn, dann abnehmen, damit da nichts passiert wegen dem Glas. Das Kopfkissen unter den Kopf würde ich wahrscheinlich eher nicht machen, weil ich mich dadurch ja auch selbst gefährden kann. Erstens das und vor allen Dingen, was bringt dem das, wenn der krampft ja dann, ne, tonisch, klonisch, was bringt ihm das? Der wird ja auch nicht auf dem Kissen liegen bleiben.
Also Ach würdest du so. auch sagen, ah, dann mache ich da ein A Ja, und die draus. Brille muss halt weg. Am Anfang dachte ich mir, was ist das denn für ein Quatsch mit der Brille, ne? Aber ja, klar, du kannst, der kann sich total, ne, der kann ja auch im blöd, also ganz blöd kann der den Bügel von der Brille sich ins Auge rammen. Ja, Ja? Also da kann ja alles Mögliche passieren. Oder der, ach, was weiß der Geier. Also du nee. guckst einfach mehr Horrorfilme als ich. Nee. Ich habe eine Fantasie, eine blühende Fantasie. Okay, kommen wir zum So. 44. Also wir haben uns jetzt entschieden für 43a. Dann machen wir mal Jawohl. 44, den Aderlass. Das fand ich War einfach. ein Geschenk. Ja, Geschenk. Es war ein Geschenk. Ich habe mich für A entschieden. Ja, ganz genau. Bronchospasmus, die 45. Hab mich für A entschieden. Du? Habe ich auch, genau. Das war auch nicht schwer. 46, die motivierende Gesprächsführung. Da musste ich schon ein paar Mal Alter lesen, Falter. Ja, weil die also einfach das so war komisch formuliert war. absolut. Ich hab C mit Fragezeichen, aber ich denke mir so, hä? Also das, nee, es hat mir, also das war wirklich eine Frage, mit der konnte ich nichts anfangen. Also mit den Antworten konnte ich nichts anfangen. Ich Was suche hast jetzt du gerade denn mal. genommen? Was? Also die 46, da ging es ja um die motivierende Gesprächsführung. Und letztlich ist B meines Erachtens richtig. Der Therapeut vermeidet Diskussionen und direkt konfrontatives Vorgehen, weil diese motivierende, wie der Name ja schon sagt, motivierende Gesprächsführung wird vor allem bei Personen angewandt, die eben nicht motiviert sind. Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ehemalige Suchterkrankte, die so ein bisschen in so ein Tief gefallen sind. Wird mir jetzt da als erstes mal einfallen, so. Und alles andere würde die eher anpieksen, wenn ich mal so gucke. Also der Therapeut weist den Patienten möglichst oft direkt auf dessen Fehler hin. Das, glaube ich, das hört sich ja schon Quatsch. so an, dass man weiß, das ist Ja. Quatsch. Und der geht bei jedem Patienten gleich vor, Klienten gleich vor. Das stimmt auch nicht. Wir müssen natürlich individuell arbeiten. Dann wären wir bei D. Der Therapeut versucht möglichst viele Argumente für eine Verhaltensänderung vorzuschlagen. Das bringt ja nicht viel. Ja, also ich kann Nee, dir das Vorschläge bringt geben. nichts. Ratschläge sind auch Schläge, sagt man doch immer. So, der soll ja seine, ich will ihn ja anleiten, dass er für sich Dinge findet, die seine Situation verbessern. Absolut. Genau. Und das fünfte, geschlossene Fragen ist auch Unsinn. Es nützt nichts, wenn der Ja oder Nein sagt. Oder wenn ich Ja, sagen soll. das frustriert ja nur. Aber Genau. ich finde deine Erklärung, die finde ich echt gut. Dann würde ich jetzt auch B nehmen. Sehr schön. Überzeugt. Wie war das gerade Überzeugt. mit den Vorschlägen? Okay. Erschlagen. Primärprävention 47 fand ich auch Ja. nicht so einfach. Ja, ich habe mich entschieden für C und D. Ja, Und ich sage dir richtig. auch warum. Ja. Weil Krebsvorsorge ist keine Prävention. Das ist, man erkennt Krebs oder man erkennt Krebs nicht. Ne? Also das ist nicht Prävention. Doch. Herzsportgruppe nach Herzinfarkt, das ist ja auch keine Primär, ne, Prävention, weil ich hatte ja schon einen Herzinfarkt. Und Hygiene und Impfung, das sind die beiden einzigen, womit ich Krankheiten ja verhindern kann, ne? Die Erkrankung verhindern kann. Und Genau. Neugeborenen Screening, da stelle ich ja auch eine Erkrankung fest und im besten Fall natürlich nicht. Ne? Ja, genau. Deshalb zählen A und E, also die Krebsvorsorge und das Neugeborenen-Screening, die zählen zur Sekundärprävention. Ja, Ja, genau. sekundär, ja. Okay, sehr schön. Dann sind wir bei 48, dem Unterschenkel. Das finde ich war einfach. Dem Unterschenkel, ja, das war das A, habe ich mir auch hin dahinter geschrieben, Geschenk. Ja, genau, Eresipel, okay. Genau. Dann die 49, das waren die Drogen und da habe ich auch an dich gedacht. Du Hast an mich konntest. gedacht, gell? Ich weiß. Nee, Ha. nee, 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 nee. Falsch verstehen, oh mein Gott. Ja, das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Nein, Anja war in unserer Lerngruppe zuständig, um uns endlich mal diese ganzen Drogengeschichten verständlich nahezubringen. Und ich habe immer noch Opi gibt mir ne Mack im Kopf. Genau. Und nichtsdestotrotz fand ich diese Herrlich. Frage, ach, ich kann einfach nicht damit gut umgehen, aber ich habe mich jetzt, pass auf, ob das richtig ist, wirst du mir sagen, ich habe mich für B und C entschieden. Cannabis macht Mydriasis, gerötete Augen und Gamma-Hydroxybuttersäure macht Bewusstseinsstörungen. B und C hast du gesagt, gell? Ja, genau. Absolut richtig, Sehr, weil puh, die Glück gehabt. Benzo Diazepine, die machen natürlich ein Herz, also die Herzfrequenz, die sinkt ja, ne? Das ist ja entspannend. Genau. Das fährt ja alles runter, also nicht entspannend, sogar noch, ne? Ja, Schlafmittel.
Genau. Genau, und die halluzinogene Miosis, das stimmt nicht, die machen eine Mydriasis, nur die Opioide, die machen eine Miosis in der Intoxikation. Okay, gut. Also sind wir uns einig für B und C. Hygienische Händedesinfektion. 50. Ich habe hier E. alle angekreuzt, also E. Ja. Ja, Ja. okay, super. Dann kommen wir zum Delir. Auch hier, das war auch so ein Thema, wo ich immer schon so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ich auch. Ich habe es jetzt nicht vor Augen. Ich habe mich für C und E entschieden. Ich habe mich für C und D entschieden. Was Vielleicht liest sind du die die? kurz mal vor. Ja. Welche der folgenden Aussagen zum Delir treffen zu? Und man muss zwei ankreuzen. Also A war klar, im Gegensatz zur Demenz fehlt bei einem Delir die Bewusstseinsstörung des Unsinn. Das haben wir bei der Demenz ja nicht. B, akustische Halluzinationen treten beim Alkoholentzugsdelir nicht auf. Und die ist meines Erachtens ein bisschen irreführend, weil die haben ja vermehrt optische Halluzinationen im Alkoholentzugsdelir, ne? Diese weißen Mäuse, die wir gelernt haben. Genau. Aber die akustischen Halluzinationen sind ja hier definitiv ausgeschlossen, mit dem nicht. Und deshalb Genau. finde ich, B ist nicht richtig, also nicht anzukreuzen. Genau. In C steht, das Delir ist gekennzeichnet durch Störung der Orientierung, der Psychomotorik und der Wahrnehmung. Das Ja, stimmt. das stimmt, genau. So, und zwischen D und E, da habe ich ganz oft gelesen, was das überhaupt bedeuten soll. Bei D steht die Testdauer eines Fremdbeurteilungsverfahrens zur Erfassung des Schweregrades eines Delirs beträgt in der Regel mehrere Stunden. Und E, zur Erfassung des Schweregrades eines Delirs werden im klinischen Alltag Fremdbeurteilungsverfahren basierend auf der Beobachtung von Verhaltensauffälligkeiten des Betroffenen herangezogen. Ich habe E ausgeschlossen aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten, weil du guckst ja beim Delir nicht nur aufs Verhalten, du guckst ja auf die Symptome und vor allem auf die Vorgeschichte. Ja, weil das Delir ist ja ein Symptom einer zugrunde liegenden Ursache. Das heißt, du hast ja entweder irgendeinen Drogenmissbrauch gehabt oder irgendeine Trauma, eine Verletzung im Kopf oder irgendwas. Oder wir haben ja doch dieses Durchgangssyndrom. Das heißt also, es muss ja in der Anamnese, die du natürlich als Fremdanamnese wahrscheinlich machen musst, aber es muss ja in der Anamnese was sein und du würdest jetzt nicht nur das Verhalten beurteilen. So habe ich mir das erklärt. C und D. Ja, und ich habe mich für gegen E also für E entschieden, Ja. weil ich mir gedacht habe, für die Beurteilung dir mehrere Stunden Zeit zu lassen, das bringt ja überhaupt nichts. Also da hilft das auch dem Ja, das Patienten habe ich, nicht. genau. Das war auch das, warum ich D eigentlich erst auch ausgeschlossen hatte. Und dann dachte ich, okay, aber für den Schweregrad. Also, ne, ich habe das Delir ja schon diagnostiziert und würde dann für den Schweregrad noch mal ein bisschen länger brauchen. Aber ich finde es echt Ja, schwierig. schwierig, schwierig. Kreuz mal an, 51 sind wir uns unsicher. Okay. Aber bei Genau. C sind wir zumindest einig. Also und dann D oder E. Ich weiß es auch nicht. Ja, dann kommen wir zu 52, die ungünstige Prognose für einen Tumor. Ich habe D, das Sarkom, angekreuzt. Ich auch. Sehr schön, super, dann sind wir uns einig. Dann kommen wir zu 53, das war die Reanimation. Das fand ich jetzt auch nicht schwer. Ich habe angekreuzt, oder willst du es sagen? Ich habe B und E. Nee, Quatsch. C und D. 53 sind wir ja. Danke. Entschuldigung. Habe mich jetzt schon ein bisschen erschreckt, okay? Ich Ja. dachte, hö, das war einfach und jetzt sagt Anja was komplett anderes. Nein, C und D, ganz genau. Gut, du bist in der Zeile verrutscht. Dann kommen wir zu 54. Das war jetzt die Frage mit dem frühkindlichen Autismus. Und hier habe ich jetzt B angekreuzt. Hast du das auch? Ja, habe ich auch. Genau, wir können ja mal ganz kurz schauen. Die Störung fällt meist mit Eintritt in die Schule auf, ist Unsinn, weil es ist ja frühkindlicher Genau, Autismus, ne? Das ist ja schon ein fällt bisschen weg. früher. Genau. Und B war eben zum Aufbau von positiven oder normalen Fähigkeiten wie Blickkontakt und Sprachbenutzung werden besonders häufig operante Methoden eingesetzt. Der Rest schließt sich einfach aus, weil C wäre, autistische Kinder schließen in Intelligenztests besonders gut in den
Subtests für sprachliche Fähigkeiten ab. Genau, die sprachlichen Fähigkeiten sind ja meistens die, die nicht so gut ausgebildet sind, schon allein aufgrund dieser sozialen Geschichten auch. Autoaggressives Verhalten und repetitives kommt auf jeden Fall auch vor, weil wir haben ja diese Stereotypien auch manchmal. Und die ausgeprägte Emotionalität beeindruckt, das ist ja genau das Gegenteil. Genau. Okay. Dann kommen wir zur Atherosklerose, die 55 Risikofaktoren. Ja gut, das ist natürlich klar, die können wir hoch und runter. Das ist Buchstabe C, Fettstoffwechselstörung, arterielle Hypertonie und Nikotinabusus. Nikotinabusus, genau. Super. 56, auch einfach. Hauptursache der renalen Anämie ist B, Erythropoietin. Erythropoietinmangel. Ist dabei, ne? Mit mir, genau, Genau. okay. B. MP, was heißt jetzt meine Abkürzung MP? 57? Ach, Meldepflicht. Ja, genau, die Frage war, bei welchen dieser folgenden Befunde hätte der Heilpraktiker Meldepflicht? Das ist E. Ja, genau. Welche Erkrankung steckt Kopfblickflecken. hinter den Kopfblickflecken, liebe Anja? Ach, das wollte ich dich gerade fragen, Masern. Okay, dann sind wir bei 58, wir haben es fast geschafft, somatoforme Störung Herz. Da habe ich jetzt angekreuzt, es ist wichtig, regelmäßiger Ausdauersport, zum Beispiel Radfahren und Laufen und E, also D und E, kognitive Verhaltenstherapie. A und B, also diese wöchentlichen Abstände von Untersuchungen und Pulsmessungen und so weiter, das macht die nur noch mehr verrückt. Genau, Und das macht ihn körperliche mehr verrückt. Schonung brauchen wir nicht, weil das Herz soll ja Genau, angeregt werden, da ist ja nichts. Ne? Genau. habe ich genauso. B und Super. E. 59 suizidale Patienten. Ja, ich habe mich für A und C entschieden. Sehr schön, da sind wir uns einig, da brauchen wir dann auch nicht drüber sprechen. Und die Nummer 60, und ich finde das gut, dass da eine Frage zu kam, weil ich das im Coaching immer wieder abfrage und das rheumatische Fieber geht so langsam in den Hintergrund. Ja, man denkt Ja. immer, ach, das fragt ja kein Mensch mehr. Ja. Und ich bestehe darauf, dass wir da kurz drüber sprechen und jetzt kam es in der schriftlichen Prüfung. Sehr Finde gut. ich gut. Was hast du angekreuzt? Ich habe D angekreuzt. Sehr schön, das habe ich auch. Eins, drei und fünf, genau. Herz ist klar, Gelenke sind klar. Natürlich nicht an den kleinen, sondern an großen Gelenken meistens. Und die zirkulierenden Immunkomplexe, die sind genau das Thema beim rheumatischen Fieber. Ja, Wow, jetzt sehr haben wir die schön. ganze Prüfung durchgemacht. Ja, Wie sehr lange haben schön, wir super. gebraucht? Eine Jetzt Stunde haben gucken wir wir gebraucht. erstmal für unsere Hörer, wie viel wir jetzt noch da haben. Also, es gibt jetzt eins, zwei, drei, vier Fragen, die wir nicht mit Sicherheit beantworten können, wo wir uns uneinig sind. Also, vier sind noch nicht so ganz klar. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, gibt es wahrscheinlich schon den ein oder anderen Lösungsschlüssel, den ihr schon gesehen habt. Deshalb, ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch gern bei uns. Ich verlinke auch mal Anjas. Anja, was soll ich verlinken? Wo findet man dich, wenn die Hörer mehr von dir wissen möchten? Die finden mich auf meinem Instagram-Account natür.ich unterstrich gesund. Sehr gut. Das werde ich in der Podcast-Beschreibung verlinken. Natürlich gibt es auch einen Insta-Post, damit auch unsere Hörer wissen, dass wir überhaupt diesen Podcast heute gestartet haben. Die werden sich nämlich jetzt alle wundern, weil es ist jetzt 14:15 und eigentlich wäre um 3 Uhr Folge 56 online gegangen. Die habe ich jetzt verschoben auf nächste Woche. Genau. Ist ein Okay. guter Grund zum Warten. Ja, Genau. so frische Ich muss Infos jetzt zur gleich, wenn wir Prüfung. hier aufgelegt haben, ich werde das alles noch schneiden und den Leuten online stellen und dann muss ich, glaube ich, mal, ich habe noch ein Coaching und dann muss ich irgendwie mal durchatmen, weil wir beide haben heute echt ein Hammerprogramm hinter uns, ne? Ja. Liebe Anja, ich danke dir vielmals, dass du wieder mitgemacht hast. Ich würde Ja, dich vielen Dank. sehr gerne auch in nächster Zeit vielleicht mal öfter einladen. Vielleicht fällt uns da ein spannendes, passendes Thema ein, was Da fällt nicht uns so weit weg ist von der Wissensreise. Das ist ja immer so mein bestimmt Anliegen, was ein. ne? Genau, dass die Hörer weiter lernen können. Und genau, dann würde ich sagen, an alle da draußen, habt viel Spaß und ich hoffe, dass ihr es geschafft habt. Ich hoffe, dass es gereicht hat. Wenn es nicht gereicht hat, glaubt trotzdem weiterhin an euch. Anja, vielleicht du bist ja so auch Persönlichkeitscoach. Hast du noch ein paar Worte für den Fall, dass sie es geschafft haben und für den Fall, dass es dieses Mal nicht geklappt hat?
Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch für alle, die es geschafft haben. Das war echt eine knallharte Prüfung. Und auch für die, die es diesmal nicht geschafft haben, es war wirklich eine schwere Prüfung. Und man muss halt, das ist halt punktuell Abfrage, ne? Man muss halt dann auch fit sein zu dem Zeitpunkt. Die Aufregung kann auch vieles machen, gerade wenn es die erste Prüfung ist. Wenn es der Traum ist vom Heilpraktiker, dann kann auch so einmal durchfallen dich nicht aufhalten. Geh, mach einfach weiter, lerne und vor allen Dingen lerne mit der Tanja. Mit der Tanja habe ich gelernt und ich habe bestanden und zwar richtig gut Okay. dafür, dass diese Prüfung im Oktober so fies war. Ja, okay. Gut, ja, schöne Worte finde ich auch. Also, wenn man den Traum hat, dann sollte man nicht sich von einer Prüfung abschrecken lassen. Das ist einfach, man sollte zurückdenken, finde ich, was man getan hat, wie fleißig man war. Und ja, das ist einfach, schriftliche Prüfung ist so, man kann nicht fragen, wie ist das denn jetzt gemeint? Ne, das ist so ein bisschen das Schwierige, dass man vor manchen Fragen sitzt und denkt, wie zum Beispiel diese. Genau, und mit der Aufregung versteht man manchmal auch einfach nichts, ne? Wenn man dann später drauf guckt und denkt man dann, oh Gott, warum? Ja. Aber in der Prüfung mit der Aufregung, ne, und dann ist dann hinten nur noch das Stammhirn aktiv, das ist manchmal echt schwierig, da einen klaren Gedanken zu fassen. Also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht geklappt hat. In einem halben Jahr habt ihr nochmal die Chance. Und ich finde auch, also erstmal nochmal dieses potenzielle, reversible, ne, wenn dann solche Sachen kommen, das ist dann einfach schwierig. Und ich finde auch, der Weg ist das Ziel. Also ich finde gerade bei dieser Heilpraktiker, es ist ja eigentlich gar keine Ausbildung, wenn man es mal so sieht, ne? Man Genau. bildet sich ja selber aus, egal wo man jetzt hingeht, mit wem man lernt und so weiter. Genau. Aber ich finde, dieser Weg macht so viel Spaß und man lernt so viel Neues. Schon allein das ist ja ein Grund, dass man jeden Tag weitermacht. Ja, absolut. Und auch die ganzen neuen Leute, die man kennenlernt. Wir haben uns ja auch durchs Lernen Genau. kennengelernt, ne? Und Ja, jetzt sind wir ja, thank God, thank und jetzt sind the wir universe. befreundet. Genau, ja. Genau. Okay, alles Genau. klar. So, ich würde sagen, wir halten jetzt unsere Hörer nicht länger auf. Ich denke, die haben auch einen harten Tag heute hinter sich. Und Anja, ich hoffe, bis bald, spätestens bis Ja. in einem halben Jahr, aber vielleicht finden wir ja vorher mal noch ein schönes Ach, ich Thema. denke schon. Ich denke Ne? schon. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Anja. Tschüss und tschüss an dich da Zum draußen. nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.